Gute Dach, gute Dach. Schön, dass du da bist. Ich bin die Usi und habe gesehen, ich hatte wieder ein Problem gehabt. Das habe ich im letzten Video schon angehauen. Ich wusste nicht, was meine letzte Mischung war. Die wollte ich euch erzählen, aber ich habe es schon wieder vergessen. Musste ich in meinem Chatverlauf gucken, wann ich den gemixt habe und mit wem ich kommuniziert habe. Ja, das ist ja das große Problem dann bei mir. Musste erstmal meinen WhatsApp-Verlauf gucken. Durch die Schule. Hör mal auf. Kam noch ein bisschen was dazu und jetzt habe ich es gefunden. Ich habe gemixt. Ja. Black Raspberry, Vanilla und Chemie-Teil. Jetzt habe ich mich auch gewundert, weshalb ich denn nur die Hälfte habe. Was will meine Uhr wieder von mir? Ich habe mich bewegt, auszeit. Okay. Chemie-Teil und Dings habe ich zusammen gemixt. Raspberry, Vanilla. Ich muss das mal dann aufschreiben wieder. Weil ich gemixt habe, besser gesagt, zum Glück habe ich die Mix-Videos dann online. Mach mal eine Prise nehmen, überlegen, wann du gemixt hast und wieder war. Manchmal vergisst man das bei so viel Mix, wo ich inzwischen gemacht habe. Ja, jetzt habe ich ihn wieder. Das war eine schöne bärige Note mit einer Lavendelnote drin. Also schön dunkelbärige Note mit einer schönen Lavendelnote, ja, Berg, Vanille, aber Lavendelnote und da ist Babyfräse drin. Und diese Kombi ist wunderbar. Wunderbar, ich mixe sehr gerne. Und das war auch so ein schöner Mix, ja. Ich bin ja gerade aktuell auch am Testen, das werde ich demnächst sehen. Da muss ich gerade erst in die Lampe legen, muss ich mal gucken, wann das dünner wird. Aber die Raspberry Time Empfehlung von mir an euch. Also, ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, gute Nacht, wann ihr es seht und alle, die Geburtstag hatten, wünsche euch alles guten Geburtstag noch oder alles Gute zum Geburtstag nachträglich. Muss man auch sagen, man muss ja auch mal an die anderen denken. Nicht immer an sich, was man gemixt hat, sondern auch an euch, ja? Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Die haben wir jetzt durch und was ich beim nächsten Mal wieder mixen, dann überlege ich mir. Also, macht's gut, eure Jose.